Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spintires Mudrunner hier auf dem YouTube-Kanal der Gilde Hart. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier aus der schönen Ortschaft Grizzly Creek. Und wir waren ja in der letzten Folge dabei, haben wir unser erstes Holz abgeliefert und sind jetzt natürlich dabei, waren jetzt natürlich dabei, da weiterzumachen. Aber ich wollte euch jetzt noch eine weitere Sache zeigen, und zwar das Freischalten von Werkstätten. Und zwar, wir haben jetzt hier eine Garage, eine Werkstatt, wo wir quasi jetzt unsere Fahrzeuge stehen haben. Und hier hinten, im hinteren Bereich, ist ja noch eine Werkstatt. Und da stand ja dieses 0 von 4, also 4 Werkstattpunkte. Und es gibt jetzt Aufrüstungsteile für die LKWs, die diese Werkstattpunkte beinhalten bzw. freischalten. Und hier zum Beispiel auch der Mehrzweck-Werkstattanhänger, der da jetzt gerade neben steht, der trägt 2 Werkstattpunkte bei sich und so ein. Eigentlich muss, wo ist denn der Mehrzweck? Ach, der kann die Mehrzweckladefläche gar nicht aufladen. Okay. Nee, der hier kann die Mehrzweckladefläche, aber die würde auch ebenfalls 2, und damit könnte man sich jetzt so freistellen. Der andere, der drüben steht, der hat die. Und ich dachte mir jetzt aber, wir machen das jetzt mal anders, sondern wir nehmen jetzt mal eine Sattelkupplung, dass wir einen Sattelanhänger anhängen können. Und dafür nehmen wir den Mehrzweck-Sattelanhänger. Den hängen wir uns jetzt hinten drauf. Der trägt nämlich die meisten Werkstattpunkte. Und damit haben wir dann jetzt genau den Werkstattwagen. So, dann heißt das, wir können den Motor starten und bewegen uns jetzt erstmal mit dem Rumhoch hoch zur Werkstatt. So, unterwegs fahren wir noch ganz an die Tankstelle ran. Dieser Werkstattanhänger, der ist dann halt eben sehr praktisch, weil er hat auch einen Tank und er repariert. Das ist so ein Merz, deshalb Merzweck, Multiteil. Das hier ist die amerikanische Variante. Es gibt auch noch die russische Variante. Die sieht natürlich noch ein bisschen uriger aus, aber das ist dann halt eben auf den russischen Karten. Und da wollen wir erstmal hier mit unterwegs sein. Ja, das ist dann ganz spannend, wenn man jetzt mal bedenkt, okay, es gibt auf den hier ist so verschiedene Maps, die wir noch spielen können. Ein paar habe ich da auch noch, die so Free DLC waren mit eigenen Fahrzeugen. Die noch dazugekommen sind, aber wir sind jetzt hier gerade, weil, wie gesagt, das ist das Bezahl-Add-on, und ja, hat halt eben 2 neue Karten hinzugefügt plus diese amerikanischen Trucks. Aber da gibt es noch unzählige weitere, die man über die Mod-Community, kann ich immer nur sagen, die Jungs machen tolle Arbeiten, das sieht richtig klasse aus. Teilweise auch dann wenigstens detaillierte Führerhäuser und so weiter. Alles, was wir dann wahrscheinlich auch im Nachfolger in SnowRunner sehen werden. Freue ich mich ja schon so ein bisschen drauf, obwohl ich mich gerade ein bisschen ärgere, dass der anscheinend am 29., ich glaube am 29. oder am 28. April. Allerdings PC-technisch, stopp, stopp, tanken, tanken, tanken. Allerdings im Epic Games Store. Im Epic Games Store erscheint und nicht auf Steam. Das finde ich ein bisschen doof in dem Moment. Gucken, ob das so bleibt. Und die Frage ist, wann der dann später ist, wann der dann kommt. Ansonsten, jo, fahren wir einfach hier noch ein bisschen weiter, denke ich jetzt mal. Soll überhaupt eine Zahl da vorbeikommen? Jo, wie war das? So, wir werden aufgetankt.
Ah, okay, der hat gar keinen Zusatztank, obwohl man es meinen könnte da oben mit den Dingern. Dann fahren wir weiter. Die Mehrzweckanhänger der Russen können nämlich auch noch Sprit mitnehmen. So. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Der hier ist ja nicht geländegängig. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Engstellen. Hier nochmal vorbeikommen, weil da werden die Reifen jetzt durchdrehen. Nicht zu sehr. Habe ich ein Schild mitgenommen? Ja, wir haben ein Schild mitgenommen. Macht nichts. Da wird irgendeiner der freundlichen Bauarbeiter das bestimmt wieder aufstellen. So. Ja, der ist natürlich ein bisschen wuchtiger und auch ein bisschen kräftiger unterwegs. Ja, ist ein bisschen langsamer fahren hier. Steinschlag. Auf die Steine aufpassen, auch immer aufpassen, dass wir nicht so weit in die Kurve rausgehen. Nicht, dass wir da an irgendwelchen Steinen hängen bleiben oder Felsen. Und natürlich beim Runterfahren ein bisschen darauf achten. Beim Runterfahren ein bisschen darauf achten, dass wir hier nicht zu sehr reinfahren. Und wenn dann auch einfach mal, sofern es möglich ist, können wir auch mal in die Mitte der Straße wechseln, obwohl man das eigentlich nicht soll. Aber da, wo es gemacht werden muss, weil man sonst nicht um die Kurve kommt, dann ist auch die Devise, lieber langsam fahren. Es gibt kein zu dicht, es gibt kein zu langsam, es gibt nur ein zu dicht. Ja, wieder hier der Warnhinweis auf die unebene Straße, dass es aufsetzen könnte. So. Bisschen in die Gegend schauen. Wir haben es jetzt mittlerweile 12. Also wir haben ja gefühlt, es ist immer noch so eine gewisse Abendstimmung. Obwohl wir es jetzt eigentlich 12 Uhr haben. Und wie gesagt, mit entsprechenden Modifikationen kann man die Lichtstimmung hier ein bisschen ändern, damit das Ganze dann nicht so düster aussieht. Truck Entrance. Schon wieder findet so eine Sammelstelle. Glaube ich aber auch nochmal so eine Sammelstelle. So, wie sind wir hier oben angekommen? Wir sehen, dass wir hier über das Schlamm noch rüberkommen. Und zwar, ja, komm, 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 komm. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, der hat Kraft, der LKW. So muss das sein. Der LKW hat Kraft. So, da haben wir hier die nächste Garage, beziehungsweise nächste Werkstatt. Und dann kann man jetzt hier hinfahren. Genauso wie bei den anderen Werkstätten auch. Muss dann hier in dem roten Bereich bleiben. Nicht aus dem roten Bereich rausrollen. Und dann kann man hier die Werkstattpunkte entladen. Und damit ist dann die Werkstatt freigeschaltet und ich kann diese Werkstatt jetzt wie die Startwerkstatt von Anfang nutzen. Da gab es eine Map, bei der hat man anfangs keine Werkstatt und man muss erst so eine Werkstatt freischalten. Das war die Überschwemmung, die hatte ich jetzt zuletzt. Da habe ich echt geflucht, richtig geflucht, weil die musste ich ein paar Mal neu starten, weil ich es nicht geschafft habe, die beiden Fahrzeuge, die dafür zur Verfügung standen, über den Fluss zu bringen, ohne dass die da ankamen. Also das war richtig, richtig anstrengend, aber es hat am Ende dann auch geklappt. So, was haben wir jetzt vor? Wir haben jetzt die Werkstatt freigeschaltet. Damit haben wir diesen Dings. Was wir noch machen könnten, wäre, dass wir noch die restlichen Beobachtungspunkte abschließen. Das wäre dann allerdings nur noch für den Erfolg wichtig. Dafür hätten wir jetzt noch unseren, dafür könnten wir jetzt unseren Ford wieder benutzen. Aber das ist eigentlich, glaube ich, relativ einfach gewesen, das jetzt zu machen. Und wir, die meisten, die Wege haben wir jetzt ja eigentlich, wo es jetzt dahin geht. Also wie gesagt, das sind jetzt eigentlich nur diese
Punkte. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob an den Stellen nicht noch irgendwo ein Auto versteckt war. Deswegen wechseln wir mal kurz auf den Ford. Machen das jetzt eben nochmal schnell. Geht ja schnell eigentlich. Ach nee, jetzt war der falsche Ford. Den anderen. Er fuhr fort und kam nie wieder. Ich hätte da doch eigentlich gerne den anderen. Den da will ich haben. Genau. So. Dann machen wir das eben noch schnell mit den Beobachtungspunkten. Das will ich noch schnell abhaken. Das können wir hier dann gleich in, können wir gleich einen kleinen Sprung machen. Dass wir die noch gemacht haben. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn ihr jetzt hier zuguckt, während ich hier die uns jetzt mittlerweile schon bekannten Straßen abfahre. Also erstmal sehen wir uns dann wieder, sobald wir den kleinen Sprung gemacht haben. Also bis gleich dann. So, und da sind wir auch gleich wieder vor dem nächsten Aussichtspunkt. Und ich glaube, das war gar nicht so kompliziert, da ranzukommen. Aber wir haben vorhin, genau, die Einfahrt habe ich eben gerade nicht gesehen. Passiert mir in der Realität auch öfter mal, dass ich da so ran vorbeifahre, weil es unscheinmäßig war. Genau, das war relativ einfach hier. Beziehungsweise dieser Posten hier ist relativ einfach zu finden. Da brauchen wir uns gar nicht so groß drum Gedanken zu machen. Damit ist die Navigationskarte erhöht. Wir haben jetzt hier hinten den Punkt und sehen jetzt, okay, hier hätten wir jetzt eine weitere Straße, mit der wir an den mit der wir zum Sägewerk kommen würden. Beziehungsweise hier am den Feldweg entlang. So, dann haben wir noch den letzten Beobachtungspunkt, der ist da hinten. Und ich denke mal, boah, da fahren wir jetzt erstmal hier die Straße etwas entlang. Und mal so ein bisschen über die Feldwege mit dem Ding. Mal gucken, wie der Ford sich so im Gelände macht. Ja, das wissen wir ja, er fiel um. Hier ist auch so ein Punkt, was auch sehr interessant ist. Beziehungsweise, wenn man jetzt mal hier auf den, wenn man jetzt hier ein bisschen mit dem Gas spielt. Also, wir sehen ja, hier sind Steine, hier sind ziemlich viele Äste auf der Straße. Die immer wieder, hier Äste und Bäume, die immer wieder dafür sorgen, dass er dann mal so hängen bleibt und nicht weiterkommt. Oder dann sind da Steine und das Auto reagiert auf diese Unebenheiten extrem empfindlich. Auch sofort, wenn man so in den Matsch fährt und so weiter, merkt man sofort, wie er dann zieht, wie er da weg will, wieder weggedrückt wird. Das ist natürlich jetzt noch alles easy peasy. Ah, hier. So einfach rüber und dann ist es so auch, dass man die erstmal richtig anfahren muss, diese Bäume. Also in der Realität müsste man die richtig anfahren, sodass man da halt eben nicht so wie ich jetzt mit so Sprüngen rüberhampelt, weil das geht natürlich auch auf das Fahrzeug und wenn man den schlecht trifft, dann hat man auch einmal so einen Ast in der Karosserie stecken, was wir ja auch nicht wollen, oder beziehungsweise irgendwo zwischen den im Getriebe. Also muss man eigentlich die auch richtig anfahren. Beziehungsweise am besten ist es eigentlich, ihn auszuweichen. Mich im Spiel ist es ja nicht so ganz klar. So, was haben wir jetzt hier? Genau, hier ging es jetzt eben hoch, dass wir da oben wieder auf die Straße kommen, weil sonst, wenn wir ja unten zum Sägewerk fahren, das wollen wir ja nicht. Also, quälen wir uns jetzt mal hier durch das, durch die Schlammpfütze und bleiben natürlich gleich hängen. So, Differentialgetriebe und mit dem Differential hoch. Na komm, das schaffst du. Wo hängen wir denn hier? Ah, da ist der Übeltäter. Da ist der Übeltäter. Seht ihr? Da ist ein Stein unter dem Auto. Und an diesem Stein bleibt er hängen. Ah, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er an dem Stein vorbei. Jetzt geht's weiter. So. Also, da ist wieder so ein Stein. Sollten wir nicht drüber fahren, sonst bleiben wir da auch wieder dran hängen. Das wollen wir nicht. Also fahren wir den einfach ganz kurz. Und wieder sich hier hochquält. Hui. Und wieder in den Boden eingräbt. So, was wir jetzt haben, ihr seht ja, die Reifen drehen durch. Ich mache jetzt mal kurz die Handbremse rein. Die Reifen drehen ja hier durch. Und was wir jetzt machen können, das ist, dass wir das Gas ein bisschen reduzieren können, dass die Reifen nicht so schnell drehen,
Ja, im Moment haben wir erstmal das Problem, dass da wieder so ein Stein ist, an dem wir hängen. Und damit können wir verhindern, dass die Reifen durchdrehen. Jetzt eben, jetzt haben wir wieder durchgedreht. Jetzt justiere ich das ein bisschen an. Jetzt drehen sich die Reifen langsamer. Jetzt bin ich wahrscheinlich mit dem Hinterrad an dem Stein hängen geblieben. Wo ist denn dieser Stein? Wo bleibe ich denn da ständig hängen? So, ich muss natürlich aus dem Menü dann auch rausgehen. So, hier ein bisschen links. Rechts. Jetzt da ein bisschen graben. Hier ein bisschen graben. So, dann hier auch nochmal so ein Steine. Die fallen hier gar nicht so auf, die Dinger. Auch ein paar inzwischen. So, aber genau, dann können wir nämlich im Schleichmodus hier hoch. Drehen die Reifen nämlich nicht so stark durch. Das bleibt ihnen mehr Chance, dass sie quasi den Boden erfassen können. Und wir haben nicht so viel, nicht so viel, dass die Reifen durchdrehen. Was am Ende natürlich dann auch für Sprit sorgt. Für mehr Sprit sorgt. So. Das sind alles so Sachen, die man dann quasi in den Tutorials macht. Beziehungsweise im Tutorial dazu bekommt. Das Tutorial ist relativ einfach. Das sagt einfach nur, wie man Gas gibt, wie man lenkt und wie man bremst. Das war das Tutorial und danach gibt es dann noch solche Challenges, die man absolvieren kann, die einem das eigentliche Spiel dann erst richtig näher bringen. So, jetzt müssen wir hier durch den. Da ist ja vorhin der LKW durchgefahren. Das heißt, der ist hier schon ein bisschen stärker zur Furcht. Das wird sich dann ein bisschen schwerer. Stellt euch mal vor, ihr würdet das jetzt mit eurem Mittelklassewagen machen. Da würden die meisten schon den ADAC rufen. Naja, nicht die meisten, sondern eigentlich jeder in dem Moment. Es sei denn, er hat ein geländegängiges Fahrzeug. Aber wir haben es hier gut rausmanövriert. Und das kann weitergehen. So, wir wollen zum letzten Beobachtungspunkt. Denn, ja, genau, wir wollen ja noch unsere Freundinnen besuchen. Wir haben uns ja, mit der haben wir uns ja am Strand verabredet. Und deswegen wollen wir uns dann doch mal schön zu einem Picknick am Strand treffen. Ist es einfach nur da, damit ich euch jetzt quasi hier ein bisschen hinhalten kann. Und ein bisschen Story dazu, warum man zu so einem Beobachtungspunkt fährt. Weil das ist mir, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht so richtig klar, warum man da überhaupt hinfährt. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich müsste doch eigentlich hier irgendwo. Oh, wir sind schon dran vorbei. Das ist natürlich doof. Ich hätte mal eine Markierung setzen sollen. Die Handbremse reingehauen und die Differentialsperre. Wozu Allrad? Und die Differentialsperre? Wir wissen es nicht. Was machen wir hier? Was passiert da? Erstmal nicht dann. Wir kommen zu spät. Es ist schon 7:30 Uhr. Ob sie noch auf uns wartet? Wer weiß. Gut, okay. So, ich meine nämlich eigentlich, das ist hier auch irgendwo. War doch, mir war doch so. Ist das hier vielleicht sogar die Auffahrt? Nee. So, aber hier ist der Beobachtungspunkt.
Links setzen. Jo. So, da ist der Punkt. Und ihr seht jetzt, der Kompass sagt, wir sind jetzt da. So. Ist leicht verwirrt gerade. Erst zittrige Hände. Die Botschaft geht raus. Schatz, ich brauche noch länger. Ich habe mich verfahren. Ich finde die Einfahrt nicht. Oder man könnte vielleicht auch sagen, Schatz, ich finde gerade keinen Parkplatz. Aber ich glaube, das hilft in der Situation nicht. Das haben wir verkackt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, aber hier sieht es doch so aus, als ob man hier hochkommt. So, genau, rein in den Wald. So, jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie beim letzten Mal. Das Auto auf den Kopf drehen. Bremsen. Langsam. Lack ist eh hinüber. Aber ein Baum. Er hat den Baum dahingestellt. Skandal. Ach ja, man kann übrigens auf Autogas stellen, also dass der automatisch Gas gibt. Was ich allerdings nicht so empfehlenswert finde. Ja, jetzt haben wir gerade Schaden mit Differentialsperre genommen, weil ich sie nicht rechtzeitig ausgemacht habe durch einen Karpfen-Lag. Macht aber nichts. Das waren ja nur 5 Schaden. Aber das heißt eben, ne, die ist überhitzt und damit, ja, wird teuer in der Werkstatt. So. Wupp. Wir gleich noch eine Bergziege hier machen. Kurz über Stock und Stein. Und damit haben wir auch den letzten Beobachtungspunkt auf dieser Map freigeschaltet. Und ja. Nee, also ja, nee. Also nee, es hätte gar keinen direkten Weg, hätte es jetzt hier hingegeben. Schade eigentlich. Aber gut, damit sind wir jetzt hier am Strand angekommen und ja, ich würde sagen. Oh, machen wir nochmal das Getriebe kaputt. Ja, damit sind wir jetzt hier am Strand angekommen und ich würde sagen, ja. Es ist 9:30 und es ist keiner mehr da. Mist. Badesaison ist wohl geschlossen. Naja, gut, okay. Damit haben wir das jetzt gemacht. In diesem Sinne, wenn wir jetzt hier wieder einen Break machen, wir wollen ja noch Holz ausliefern. Das heißt, wir haben jetzt heute gelernt, wie man Werkstätten freischaltet, was es bringt, weitere Aussichtspunkte, Beobachtungspunkte freizuschalten und haben einen schönen Strand abgesetzt. Mit diesem Blick im Scheinwerferkegel auf die Küste bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch weitere Videos schauen wollt, schaut hier gerne auf dem Kanal vorbei. Und ich sage in diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.